Die Firma Gebrüder Schwarz präsentierte auf der diesjährigen Kunststoffmesse Fakuma die neuesten Technologien. Dazu gehört unser weiterentwickeltes Touch and Easy Clean. Beim Touch and Easy Clean werden Gläser oder Touch-Displays direkt mit Kunststoff umspritzt. Dabei entsteht ein fließender Übergang zwischen dem Touch-Display und dem Kunststoffrahmen. Ja, und der Vorteil liegt natürlich ganz klar darin, dass sich in den Ecken des Touch-Displays keine Verunreinigungen mehr ansammeln können. Die Weiterentwicklung zur ersten Generation liegt in der Dichtigkeit zwischen Glas und Kunststoff und der Möglichkeit, flammhemmende Kunststoffe einzusetzen. Eine weitere Technologie, die präsentiert wurde, ist das Drucken von Werkzeugformeinsätzen aus Aluminium. Dieses Verfahren bezeichnet man als SLM-Verfahren. Die Technologie wurde mit kleinen Lüfterrädern umgesetzt, welche auch gleich zwei Metalleinleger, einen Topf und eine Welle beinhalten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Innerhalb kürzester Zeit konnten Lüfterräder in Originalmaterial aus dem Aluminiumformeinsatz produziert werden. Speziell wurde der Fokus auf die nicht nachgearbeitete Oberfläche gelegt, welche für die ersten verbaubaren Teile in den meisten Fällen ausreicht. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist die Realisierung der konturnahen Kühlung. Spritzgusssimulationen übernehmen eine immer bedeutendere Rolle. Die Gebrüder Schwarz GmbH ist bei Füll- und Verzugsanalysen seit vielen Jahren Vorreiter. Hierbei kommt die neueste Simulationssoftware zum Einsatz. Bei dieser wird das thermische Verhalten der Spritzwerkzeuge bei der Verzugsberechnung mit berücksichtigt. Der Profit ist ein stabilerer Prozess und dadurch eine bessere und konstantere Bauteilqualität. Die 25. Fakuma war für die Firma Gebrüder Schwarz GmbH wieder ein voller Erfolg mit vielen interessanten Gesprächen und neuen Kontakten.